Also als kleiner Streamer lohnt sich das halt gar nicht. Ich finde halt diese ganzen Scammatons bzw. Sabatons, 24-Stunden-Streams auch, ich weiß nicht, die vermitteln auch ein sehr ungesundes Bild von Streaming. Das gucken sich gerade kleinere Streamer sehr gern ab. Also ich bin immer sehr irritiert, wenn Leute mit... also es ist toll, 10 Viewer zu haben und so, ne? Ich möchte... also... Nur weil jemand irgendwie jetzt weniger Zuschauerzahlen hat und so, ist deswegen jetzt der Stream schlechter und bla bla bla, ne? Um das schon mal klarzustellen. So jeder Zuschauer ist, ist einfach mega, jeder Einzelne. Aber ich verstehe nicht, warum manche da irgendwie teilweise für wirklich so 5 bis 10 Leute dann 24-Stunden-Streams machen. Das sehe ich dann eher wirklich bei, höchstens vielleicht mal bei wirklich, wirklich großen Streamern. Und selbst da, wie gesagt, ich finde, es vermittelt ein ungesundes Bild irgendwie, weil du gehst halt echt an deine Grenzen teilweise. Und umso älter du bist, desto mehr gehst du halt an deine Grenzen mit solchen Sachen. Mag keine 24-Stunden-Streams, habe keine Lust, Leuten zuzugucken, wie sich quälen und nicht einzuschlafen. Ja, und aber gerade das finden Leute ja witzig, so oftmals, ne? Wenn sie sehen, wie fertig der Streamer schon aussieht. Ne? Also ich meine, mich, bei mir könnte ja auch teilweise nach, wenn ich dann ungeplant, ich mache so, wenn ich 12 Stunden streame, ist es ja immer ungeplant. Also ich sag jetzt ja auch nicht, ich mache jetzt heute 12 Stunden Stream. Sondern dann spiele ich halt einfach die ganze Zeit und bin halt einfach voll drin und so. Aber nach 12 Stunden merke ich dann halt auch schon so, boah, jetzt auch mal ausmachen, ist auch gut. so auch wenn ich dann manchmal gerne weitermache und so weiter. Aber es ist halt schon echt anstrengend eigentlich, wenn du die ganze Zeit auch durchlaberst. Und bei mir ist halt eben, also mir ist halt auch eine Qualität wichtig, die ich biete. Und wenn ich halt, also ich sehe ja, wie ich quasi... Wenn ich durch meine VODs gucke, wenn ich die schneide und so, dann sehe ich ja, wie ich am Anfang noch super fit da sitze und irgendwann, jetzt gerade geht es ja auch noch, auch wenn wir schon wieder 7,5 Stunden dabei sind, aber irgendwann bin ich halt einfach irgendwo hier unten, ne? So, weil irgendwann bist du halt im Arsch einfach. Was bitte ein Sabaton? Ein Sabaton ist quasi die, eine Wortkombination aus Subs, also Abos hier auf Twitch und Marathon. Das funktioniert oftmals so, dass ein Streamer sagt, hey, ich mache einen Sabaton und ab zum Beispiel, wenn jemand, also sie legen dann fest, dass zum Beispiel bei einem Sub, der reinkommt oder pro Sub, der im Stream landet, dass dann zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Minute mehr Streamzeit auf die Uhr kommt. Also es läuft halt, es gibt halt eine Art, einen Timer. Dann, und der läuft dann immer höher und höher in der Zeit. Also bis dann da teilweise vielleicht sogar ein paar Stunden stehen irgendwie. Oftmals machen die Streamer so, dass sie dann vielleicht sagen, ey, wir machen 12 Stunden Stream, machen dann einen Sabaton raus. Das heißt, du hast dann einen Timer von 12 Stunden, jetzt als Beispiel nur, ist sehr unterschiedlich. Und pro Sub kommt 1 Minute drauf. Und natürlich ist der Sinn dahinter, möglichst viel Geld zu machen. Und möglichst viele Subs zu generieren innerhalb einer kurzen Zeit. Weil in dem Moment, wo dann oftmals die Zeit dann abläuft, dann eskalieren die Leute sehr gerne und drücken dann erst recht gerne Gift-Subs raus oder normale Subs raus. Wodurch die Uhr dann wieder steigt und der Streamer weiter streamen muss. Und das ist so eine Technik, um halt ja, auf Twitch ein bisschen Kohle zu generieren. Das muss halt jeder selber entscheiden, ob er das machen will. Ich würde mich jetzt mit sowas nicht so in der Form wohlfühlen. Manche lassen sich da echt coole Sachen auch einfallen. Problematik dabei ist, also eigentlich ist für mich irgendwie der Gedanke bei einem Sabaton, dass du halt auch eigentlich immer wach bleibst. Und wenn du sonst schlafen gehen musst, weil das ja auch sonst ungesund wird, wenn also da 3 Tage wach bleiben und so, das ist halt Mist. Ne, nehmen wir mal an, der Timer ist jetzt schon bei 3 Tagen. Dann gehst du halt irgendwann schlafen. Aber viele lassen den Timer dann trotzdem in der Zeit, wo sie schlafen gehen, ablaufen. Also das heißt,
Die Leute haben sich eigentlich Streamzeit verdient, indem sie gesubbt haben und Zeit draufgepackt haben. Aber du gehst halt einfach pennen und derzeit läuft die Uhr ab, zum Beispiel. Und dadurch kannst du halt ganz entspannt schlafen gehen und dann wieder am nächsten Tag besser Subs generieren, weil die Leute dann ja wieder Subs reinwerfen, weil der Timer ja weitergelaufen ist in der Zeit, während du geschlafen hast. Obwohl du gar keinen aktiven Content gemacht hast. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt halt Leute, die sich sogar beim Schlafen dann zeigen und so. Das ist dann ganz wild. Wäre mir super unangenehm. Aber es gibt Leute, die das machen. Ja, manche lassen dann Videos laufen in der Zeit und so weiter und so fort. Ist sehr unterschiedlich teilweise. Aber die Motivation dabei ist natürlich einfach Geld zu verdienen. Mein Problem dabei ist, dass viele das nicht so kommunizieren, sondern das dahinter verstecken, indem sie zum Beispiel sagen, ja, damit gebe ich ja meiner Community was zurück, indem ich ganz viel dann da bin und so für ihre Subs. So, und das ist halt nicht der Fall. Das ist halt einfach nur, ey, hallo, ich bin hier und quetsche meine Community aus und guck mal, wie tief deren Geldbeutel sind. Wenn jemand den Timer dann stoppt in der Zeit, wo er schläft, finde ich es in Ordnung eigentlich, also ich persönlich. Ist auch nur meine persönliche Ansicht dazu, ne? Also meine Worte sind auch nicht in Stein gemeißelt. Da kann jeder sehr unterschiedliche Meinungen zu haben, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt jemand den Timer stoppt in der Zeit, wo er schlafen geht, finde ich das zum Beispiel wieder nicht so schlimm, weil die Person dann wirklich die Zeit dann auch sozusagen absitzen muss. Das nicht okay weiterlaufen lassen dabei pennen. Ja, es ist halt irgendwie, fühlt sich irgendwie falsch an, finde ich. So. Aber im schlimmsten Fall wird dir halt auch niemand böse sein, wenn du halt das dann wirklich nicht mehr packst. Ne? Also nehmen wir an, du packst es jetzt wirklich nicht mehr, diesen Sabaton weiterzuführen. Dann kannst du diese Stunden ja auch immer noch an einem anderen Tag mal abarbeiten, nach und nach oder so. Aber es ist halt schon, ist schon eine sehr merkwürdige Technik, diese ganzen Sabatons. Wie gesagt, die gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Manche machen da auch echt krasse Sachen mit ihren Werbepartnern und so, dass sie Sachen verlosen mal und so weiter bei bestimmten Goals. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Das letzte, was ich gruselig fand, was ich so am Sabaton beobachtet habe, war halt einer, wo dann, also ein Sabaton, der halt auch über, weiß ich nicht, über einen Monat ging. Ich weiß nicht, fast 40 Tage oder so, kein Plan. Und die Person hatte dann zwischenzeitlich so halb so einen Nervenzusammenbruch. Da weiß man halt auch nicht so richtig, ob das dann echt war. Als dann der Timer fast abgelaufen war und eine Überraschung, und dann haben wieder Leute reingesubbt. Und hat dann die Person hat dann noch die Community mit Worten gefüttert, wie, ja, ihr seid meine zweite Familie und sowas. Und das finde ich ist so problematisch. Also so ein krasses Event zu machen, bei dem du, ey, die Person hat locker fünfstellig verdient. Das war locker fünfstellig, was da reingegangen ist. So. Und jetzt mal von Steuern und Co. dann abgesehen, die dann davon theoretisch noch abgehen sollten. Aber jetzt so vom reinen Wert her war es locker fünfstellig. Und wenn du dann halt noch diese finanzielle Geschichte hast und dann noch so eine Abhängigkeit bei den Leuten schaffst, indem du denen vorgibst, irgendwie seien ihre zweite Familie, das finde ich halt ganz, ganz, ganz problematisch, sowas. Ich finde, der Boden sieht ja halt auch immer so fancy aus. Melvin hat mittlerweile sogar vier Brücken. Der kann sich jetzt was aussuchen. Also dem geht's gut. Dem geht's gut. Ich klaue hier gerade nur Erde. Aber bitte droppt nicht irgendwie Streamer-Namen in meinem Chat irgendwie. Das ist immer so ein bisschen komisch.
Ein paar Duzi zusammen in der Location streamen und verschiedene Geschichten haben, sodass keiner 24 Stunden wach ist. Leute, die 24 Stunden im Stream sind, werden auch erstmal gebannt, weil er da auch gegen ist. Also. Hä? Moment, also verstehe ich das richtig? Also die Zuschauenden werden gebannt, wenn er sieht, dass die 24 Stunden im Stream sind? Aber die können doch dann trotzdem zugucken. Das Bannen bringt doch gar nichts. Hä? Oder verstehe ich das gerade falsch? Na gut, jetzt können wir die Ecke eigentlich auch noch hier zumachen, oder? Also, es würde mich jetzt mal echt interessieren, weil ich finde das ein bisschen weird. Du kannst doch keinen 24-Stunden-Stream machen und dann irgendwie den Leu den Zu Zuschauenden, die 24 Stunden auch dabei sein wollen, verwehren, dass sie im Chat teilnehmen? Hä? Kann doch gar nicht wissen, ob die wirklich 24 Stunden zugeschaut haben. Die können doch den Stream laufen lassen und trotzdem pennen gehen. Deswegen frage ich gerade nach. Ich finde, das klingt ein bisschen seltsam. Vielleicht verstehe ich es gerade auch nur falsch. Oder meinst du die Teilnehmenden vielleicht, wenn die dann irgendwie doch 24 Stunden machen? Vielleicht sind ja nicht die Zuschauer gemeint. Das wäre sonst echt ein bisschen seltsam, glaube ich. Weil das finde ich ja affe. Stell dir mal vor, ich mache einen 24 oder ich mache so einen, weiß ich nicht, so einen Stream-Marathon und bin 7 Tage live, meinetwegen. So. Also, dass der Stream einfach läuft. Gar nicht unbedingt Sabaton, einfach so Stream-Marathon, richtiger Marathon so. Und der Stream läuft 7 Tage durch. Und Leute wollen wirklich, die kommen so komplette 24 Stunden auch mal mitsehen, komplett. Ich bann die einfach. Nur weil ich sehe, oh, der ist da jetzt aber schon ein paar Stunden da. Ja, und wie gesagt, man kann nicht nachvollziehen, ob die Leute nicht eigentlich sogar schlafen dann die ganze Zeit und einfach das am Handy offen haben oder sowas. Das wäre ganz wild. Oh mein Gott, jetzt haben wir wirklich hier fast alles zugemacht. So, ich gehe mal pennen, glaube ich, damit ich wieder ein bisschen was sehe. Seit einmal mein Geld, 94.000. Müssen bald mal die Schulden abbezahlen. Mal gucken, dass wir gleich mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Geld rankriegen, damit wir das machen können. Damit wir dann vielleicht bald das nächste Gebäude bauen können. Vielleicht möchte ich auch noch mal ganz gerne in die Mine. Ich habe zu wenig getrunken heute. Jetzt habe ich nur die eine Pizzahälfte gegessen, ne? Scheiße. Ich muss mir die andere gleich auch noch reinquälen irgendwie. So, lagern wir den Bums mal ein. Ey, es kommt mir auch so vor, als hätte ich den ganzen Tag das Fenster nicht offen gehabt gerade. Aber es ist halt die ganze Zeit sperrangelweit offen. Ich mach mal eben die Tür auf hier bei mir, dann vielleicht habe ich gleich noch mal ein bisschen Durchzug. Das sieht dann vielleicht gleich ein bisschen, aber dann ist vielleicht ein bisschen Durchzug, ey. So. Echt widerliche Luft momentan. Ja.
Und die Cables. Ja, sonst verkaufe ich jetzt einfach die Opale, weil noch habe ich kein Rezept. Man kriegt die ja wenigstens zwischendurch mal. Und dann bin ich mal gespannt, was man da so an Kohle für die Dinger bekommt. Da muss ich ja zugeben, da bin ich auch ein bisschen neugierig. So, und die Steinbrücke, die können wir gleich wieder hier in dem Dorf hinsetzen. Die hatte ich da ja nur mal die hatten wir ja nur zum Arbeiten hier benutzt. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen tiefer bauen hier. Weil die Leute einfach hier durchs Wasser steppen, die Frechen. Warte mal, sollten wir eigentlich bewerkstelligen können, oder? Wenn ich jetzt hier einfach mit dem Kompaktor durchsäge. Ach, hier schwimme ich schon wieder. Das ist mir echt immer. Warte mal, da hinten ging's und da dann wieder nicht. Ich bin verwirrt. Vielleicht müssen wir das hier auch zumachen einfach. Oder kann ich nur schaufeln dann? Warum schwimmt die denn hier schon? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Oh. Das ist so dumm, wie die einfach durchs Wasser laufen. Was soll das? Ich muss mal gucken, wie wir das am besten. Oder ob wir es halt auch wieder trocken legen und dann auf die andere Art und Weise machen. Ja, darunter kann ich nicht buddeln, ne? War ich jetzt schon ganz gern tiefer, glaube ich. Muss ich irgendwann mal machen. Ich glaube, wir haben erstmal genug gebuddelt hier gerade. Das sieht schon echt cool aus. Wenn man hier jetzt noch halt ein bisschen dann, ne, so ein bisschen Berge hinmacht und Bäume überall und so, dass es so ein bisschen kuscheliger wird. Dass man nicht so ganz aufs offene Meer hinausschaut. Ich glaube, dann könnte es echt ganz cool sein. Oh, die Texturen sehen immer ganz wild aus bei diesem hellen Licht. Das sieht immer so merkwürdig aus. Aber sonst ist es echt ganz cool. So. Es ist Sonntag. Ich kann die Dinger nicht verkaufen. Scheiße. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Ich soll Quiche kochen, als ob ich Quiche kochen könnte. Als ob ich hier Quiche kochen könnte. Als ob, ey. Ich habe immer noch 25 Muscheln. Du kriegst auch garantiert keine 25 Muscheln mehr von mir. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja ein bisschen neugierig. Ich habe jetzt schon zwei Bienennester, ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen neugierig, was passiert, wenn ich versuche, das Ding kaputt zu hauen. Abfahrt. Okay. Was kam da jetzt raus? Da kam jetzt auf jeden Fall. Eine Biene! Ich habe eine Biene! Da kam wirklich eine Biene. Ich habe ihr zu Hause kaputt gemacht. Ich habe ihr zu Hause kaputt gemacht. Da ist eine! Und I'm Danius, Dankeschön für dein Prime-Sub. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Oh, sorry, das war ein bisschen sehr laut. Entschuldigt bitte. Dankeschön. Ganz, ganz viel Spaß bei den Emotes dir. Vielen Dank. Zwei müssten es sein. Dann ist gut, dass ich die zweite noch gesehen habe gerade. Du bist ja gemein. Es tut mir leid. Ich muss ja gucken, was passiert. Sonst wissen wir ja nicht, was wir mit den Dingern machen können. Aber wenn ich jetzt eine. Warte mal. Eine Biene könnte ich dann ja beim Museum abgeben.
Little Honeymaker, where's the Queen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich hab ja noch ein Nest. Da vorne steht ja noch eins. Vielleicht kann mir jemand sagen, was man mit den Nestern sonst noch machen kann. Ich glaube, jetzt bin ich bereit für eine Erklärung. Einen Honig haben wir auch bekommen. Muss man diese Königin erstmal irgendwo finden in der Pampa? Oder wie kommt man an die ran? Jetzt schaue ich schon so lange im Lurk hier im Lurk zu, oder muss ich den da lassen? Oh, das ist sehr lieb von dir. Ihr wisst ja, es ist kein Muss hier, ne? Aber Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Und viel Spaß dir weiter im Lurk. Also, jetzt bin ich hier die Bienenobdachlos-Mach-Person. Manchmal ist eine Bienenkönigin dabei, um den Bienenhive zu bauen. Es ist möglich, eine Königin in einem Nest zu finden, wenn du es kaputt machst. Okay. Also muss man die im Grunde kaputt machen, wenn man den Hive bauen möchte. Weil die Bienenbude kann ich ja schon bauen. Ich hatte Glück und hatte in einem der Nester eine Königin. Okay, also man muss die Dinger kaputt machen, um eine Königin zu bekommen. Wenn mal jemand ein Zuhause kaputt macht und dann sagt, muss ja schauen, was passiert. Die droppt random so ein Hive. Ich hatte zwei in fünf Hives. Okay. Nester zerdeppern und hoffen, dass unter den zwei Bienen, die da rauskommen, eine Queen Bee ist. Und sonst nur verkaufen. Genau, das mit der Queen und so, das dürft ihr mir jetzt alles gerne sagen, wie das da so ist und so. Also, wie gesagt, denn das Rezept für die Bienenbude habe ich auf jeden Fall. Und ich habe schon gesehen, dass man für die Bienenbude dann ja auch die Königin braucht, ne, zum Craften. Also, ja, dann bringt es ja nichts, das Ding zu verkaufen, weil ich brauche eine Bienenkönigin. Ich finde es aber schön, dass man wenigstens einen Moment Zeit hat, um die Viecher auch einzufangen, weil. Bei Animal Crossing wären die wahrscheinlich erstmal ganz schnell weg gewesen. Ja, dann. Abfahrt. Ich glaube, das war nur eine normale, oder? Beide? Ja, waren nur normale Bienen. Schade. Okay. Also mehr Bäume fällen, mehr Nester finden. Sieht man die Nester eigentlich an den Bäumen dran? Weil sind die immer nur aufgefallen, wenn ich einen Baum gefällt habe. Oder sieht man die auch? Wir hätten das Loch gebuddelt. Ich war es bestimmt nicht. Hallo. Eine Biene für dich. Ich habe auch schon fünf, sechs Bienennester kaputt gemacht und auch keine Königin bekommen. Das ist traurig. Ich meine, ich habe jetzt ja nur zwei gehabt. Deswegen ist es noch alles fein. Aber bei sechs Nestern, man kriegt die ja scheinbar auch nicht jeden Tag. Das ist schon ärgerlich. Man sieht die nicht, okay. Also einfach Bäume fällen dann. Mach es so, alles unter 10k wird zerhauen und alles über 10k verkaufen. Ja gut, aber wenn du halt eine Bienenkönigin brauchst, dann kannst du die Nester halt ja nicht verkaufen, ne? Dann musst du die halt zerdeppern. Erst wenn der Baum gefällt wird, sieht man den Hive leider, okay. Krass, ey. Das heißt, wir müssten mal eine reine Baumfelltour machen, um Bienennester zu farmen. Ich hätte echt richtig gerne mal so ein Riesenlager einfach voll mit Holz und Steinen und so. Ich weiß nicht warum. Aber es ist ja, ich meine, ich muss ja immer mal wieder los, um bestimmte Mengen an Holz und so zu farmen. Und ich habe das halt nie gemacht, da jetzt irgendwie mega viel zu farmen, hintereinander weg. Außer irgendwelche Erze. Oh, ich habe Durchzug. Ich spüre Leben in mir drin. Meine Pizza ist noch mehr ein Cracker geworden. Genauso selten ist ja der Bernstein. Und der seltene Bernstein, wovon ich schon zwei innerhalb von ein paar Metern nebeneinander fast gefunden habe. Aber ja. Naja. Apropos, jetzt gerade ein X.
Das ist echt immer schön, wenn man den Bernstein findet, wirklich. Ist schon eine feine Sache. Leute, ich werde jetzt den Sonntag eben skippen, ja? Damit ich Sachen verkaufen kann gleich. Was kann der Honig eigentlich, ja? Sweet and stick. Ich heb den mal auf. Kann ich Sachen verkaufen und Rezepte kaufen und Möbel kaufen und beim Sonntag haben die alle gefühlt zu. Ach, ich spüre Leben. Luft und Leben spüre ich. Ich habe das Gefühl, gerade in meinem Zimmer sind es einfach 10 Grad kälter geworden. Oh, die liegen hier ein bisschen in ihrer eigenen Kacke. Upsi. Also eigentlich müssten die mir schon ein wütendes Na endlich entgegenbrüllen. Dafür, dass sie so lange in ihrer Kacke lagen. Fossil habe ich tatsächlich noch gar nicht gefunden. Da hatte ich noch gar keins. Das ist mir auch nur zu Ohren gekommen, dass es sowas existiert, aber ich habe die noch nie gesehen. Ja, da ist auch schon meine Tasche voll. Ich werde gleich mal die Wolle verkaufen und die Eier auch. Den Eimer brauchen wir eigentlich gleich für den Kleinen. So, ich komme gleich wieder. Ach, der hat ja noch gar nicht offen. Ach, der macht mich fertig mit seinen Öffnungszeiten. Man ist einfach schon so voll aktiv, hier voll dabei irgendwie und John so. Ja, ich will ja auch gleich mal arbeiten. Juna! Hallo! Schön, dich zu sehen. Wie geht's? John! Digi, da ist eine Brücke. Wir sind nur irre in diesem Dorf. Hab oben eins und unten in der Mine eins gefunden. Okay, okay. So. Ach so, ich habe mir noch Chiliflocken drauf gemacht. Ich habe das Gefühl, die Chiliflocken haben sich alle zusammengetan und sich auf eine Fläche gesetzt. eine Biene. Sollen wir eine... Ich glaube, ich heb eine Biene auf und stell die hin. Und der Käse. Ich hätte eigentlich nochmal gucken müssen wegen... wegen der Milch, aber unsere Tasche war ja voll. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Und die Opale. Würde ich auch gern verkaufen. Kann auch eben verkaufen, passt schon. Na, die Tin Sheets lieber nicht. Na! Hä? Ich kann das Leim nicht auswählen gerade. Der will meinen Leim nicht abwählen. Warum überspringt er das mit ihm? Ach, egal. Dann verkauf's halt. Sehr gestresst aktuell. Kind will neues Zimmer, deswegen vorher alles durchsortieren. Sie hat so viel Zeug, wir werken seit 3 Tagen. Madame will jetzt ein Jugendzimmer. Ah, ja, irgendwann ist es soweit. Ne? Meine Eltern haben mich damals mit meinem Jugendzimmer dann überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet und auf einmal hieß es so, ja. Wir renovieren jetzt dein Zimmer. Das war richtig krass. Oh, 136.000. Warum ist auf der Hälfte so viel Chili drauf? What the fuck?
Was habe ich getan? Ja, das ging doch gut. Dann können wir gleich die Schulden abbezahlen. Ich gehe vorher noch mal eben zum Wombat. Da liegt wahrscheinlich auch noch mal Käse rum. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wombat lebt in Kacke. Vielleicht müssen wir eigentlich den Baum hier oben wegmachen, damit sich das Wombat ein bisschen besser bewegen kann. Weil ich glaube, deswegen steht das Wombat auch immer so steif da. Der Baum hat ja eine Hitbox. Die Käsemaschine hat eine Hitbox. Der Fieder hat eine Hitbox, mal abgesehen von den Zäunen. Wo soll er auch hin, ne? Aber es sieht halt so schön aus mit dem Baum. Naja, gut, ne. Ich, also irgendwann krieg ich Schreikrämpfe. So. Aber das war bei Animal Crossing ja genauso, ey. Da hast du auch ständig irgendwelche Sachen abgebaut oder aufgehoben. So, jetzt. Jetzt ist sie stabil. Hallo Jenny! Wunderschönen guten Abend! Ja, das ist ja das. Sie fährt morgen für 2 Wochen in den Urlaub und ich darf das alleine machen. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Tja, dafür ist man Mami, ne? Mir geht's ganz gut. Ich versuche hier gerade mein Auto irgendwie zu organisieren, dass ich es melken kann. Ich habe zu wenig gegessen heute, wirklich, das ist ganz schlimm. Ich habe hier eine Cracker-Pizza, ja, die ist mir quasi verbrannt. Und ansonsten habe ich nur Lugut gegessen heute, das ist nicht viel. So, aber ich habe auf jeden Fall das Tier melken können. Oh mein Gott, lass das... Nein, stopp! Lass das Geld da drin. Bitte. Einfach nur Krise. Mhm. Okay. Warum auch immer er das eben nicht zerstören wollte. So. Kann ich die Biene jetzt hier irgendwo hinstellen eigentlich? Geht das? Irgendjemand meinte doch mal, man kann die Bienen irgendwie dann also Insekten ausstellen, oder geht das nicht? Weiß das jemand? Was ist das? Ich wollte eigentlich Flitterwochen machen. Tja. Alter, ey. Nee, kalt. Vielleicht habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ich weiß nicht, wohin mit der Biene. Und dann Samen hier wieder einlagern. Und mal die Kacke. Das wollte ich eigentlich rausnehmen. Und dann können wir da die Pinecones von den anderen Bäumen reinwerfen. Mein Mann schreibt eh noch Bachelorarbeit, also muss ich eh noch mindestens eine Woche warten. Ja, geil. Ach, das auch noch. Also so zwischen der Hochzeit und allem und Flitterwochen noch schön die Bachelorarbeit schreiben. Easy. Muss er die denn jetzt abgeben bald, oder? Oder dauert das noch ein bisschen? Alter, nee, das ist nicht schon wieder passiert. Hör auf, dein Geld abzuheben. Hör auf, stopp. Stopp.
So, warum habe ich Fackeln in meiner Tasche? Ich weiß es nicht. Laterne brauchen wir auch gerade nicht. So, Fleisch ist am Start. Ein bisschen mehr zu essen wäre schon gut, ne? Ein bisschen Krokofleisch machen gleich. So, hat schon jemand von euch jetzt eigentlich herausgefunden, das ist ja eine Frage, die wieder öfter aufkommt, was man mit der Kaki macht? Ob man die irgendwie verarbeiten kann? Oder ist es immer noch ein Mysterium? Eines der größten Mysterien. Das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, glaube ich, die wir haben. Was passiert mit der Tierkacke? Sitzen wir alle auf einem heiligen Gral? Quasi auf der Bundeslade? Dünger kannst du damit machen, also wie vermutet. Und was braucht man dafür, um damit Dünger zu machen? Ich muss bald Tierfutter kaufen. Fertilizer-Maschine. Komposter. Ah, okay. Ein Komposter. Ich schreibe die schon seit vorher. Geheiratet wurde zwischendrin bis 31.08. hat er Zeit, will aber nächsten Sonntag fertig sein. Ah ja. Dann drücke ich die Daumen, dass es auch in der Zeit schafft. Boah, ich zittere. Habe ich endlich getraut, meine Nachbarin über mir zu sagen, dass sie ihre Möbel bitte etwas leiser über den Boden rücken soll, trotz meiner sozialen Angst. Gut gemacht, maybe. Das ist schön. Würde ich, keine Ahnung, hätte ich tatsächlich nicht in Arsch in der Hose für. Weiß irgendwer, das Problem habe ich schon länger, wie man ausgebüxte Schnabeltiere wieder einfängt. Kann da jemand Timothy helfen, vielleicht? Sind die... Warst du das schon vor ein paar Tagen? Sind die jetzt schon so lange bei dir unterwegs? Kompostbin ist das. Okay, danke schön. Okay, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich den schon bauen kann. Ich glaube nicht. Du warst... Jetzt sind die ganze Zeit schon unter... Oh mein Gott. Kompostbin. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ja. Ich habe hier das Flowerbed. Ja, nee. Nee, den kann ich noch nicht bauen. Brauche ich mal ein Stück Krokofleisch? Oh, ich würde es gerade in den Schmelzofen werfen. Boah, will gar nicht wissen, wie Krokofleisch riecht, wenn man das da reinwirft. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, sie wirkt sehr nett, aber ja, es kostet Überwindung, ja. Aber wenn zumindest das Auftreten von ihr bisher auch sehr angenehm war und so, dann ist es ja zum Glück auch vielleicht nicht so schlimm gewesen, denn dadurch kriegt die nicht mehr eingefangen, die gehen auch nicht von allein zurück. Ja, das ist halt komisch, ne, weil eigentlich müsste es ja für die Schnabeltiere auch einen Weg geben, wie man die zu sich ruft. Mit den normalen Pfeifen, hast du bestimmt auch schon probiert, geht's auch nicht, ne? Das normale Pfeifen ist wahrscheinlich dann nur für die Hühner geeignet. Hallöchen, die Elixir, hallo. Könnte ich dir verraten, aber ich will nicht spoilern hier. Also... Für das Seelenheil von Intimacy, weil Intimacy hat schon seit Tagen ein Problem mit den ausgebüxten Schnabeltieren, kannst du es ruhig sagen. Also ich habe da jetzt kein Problem mit. Das ist, glaube ich, für mich auch ganz gut zu wissen für den Fall, dass die mal bei mir weglaufen. Weil ich finde, es ist absoluter Pain, wenn einem Tiere weglaufen. Mir hat es ja schon mal zweimal Hühner, also zwei Hühner zerlegt zwischendurch, ne? Wursthuhn Nummer 3. Ach, das sitzt da drin. Okay, Feier. Okay. Puh, ich hatte schon Angst, dass Feier weg ist. Oh mein Gott. Ich hatte schon Angst gerade. Wenn ihr das normale Pfeifen kennt, damit sollte es funktionieren. Ah! Gibt es da auch eine Pfeife, meine mehrere gesehen zu haben? Ich habe bisher wirklich nur diese Wombat-Pfeife gesehen. Ne, die normale Pfeife, die kennen wir auch, Elixia. Also alles easy peasy, die kennen wir. Die brauchte ich schon für meine Hühner. Tunst nicht, das normale Pfeifen. Die folgen höchstens 2 Meter und drehen sie wieder um. Ach so.
Ja, ich glaube, du musst die wahrscheinlich dann, das ist wie bei den Hühnern, die musst du ja auch hinterher. Also da ist es genauso, da musst du halt auch immer pfeifen, dann ein Stück weiter, dann wieder pfeifen. Ich denke mal, einen anderen Weg gibt es wahrscheinlich dann erstmal nicht. Oder drehen die einfach wieder dann random um oder was, obwohl du es immer wieder probierst, okay. Sie war so lieb und hat gleich mit Verständnis reagiert, aber ich zittere trotzdem. Aber siehste, voll schön, du hast dich überwunden. Die Reaktion war netter als wahrscheinlich als sicher erwartet und befürchtet. Und du hast dich mal getraut. Voll gut. Ansonsten vielleicht mit der Gitarre probieren. Oh. Das klingt ja interessant. Ich habe auch Gitarren. Zwei Stück, glaube ich, sogar. Das wäre richtig fancy, wenn die hinter der Gitarre herlaufen würden. Wenn man die Gitarre hätte, ne? Warte mal, soll ich mal testen? Muss ich dir irgendwas verkaufen? Nee. Wollte ich irgendwas machen? Ja, ich wollte mir eben zum Dings. Wir probieren es gleich mal aus. Picket Gate, das habe ich schon, brauche ich gar nicht fragen. Und ich muss Futter. Ah, der hat ja dazu heute. Na, für morgen soll es noch reichen. Ich hole mal die Gitarre. Ich guck mal, ob die Tiere darauf reagieren. Ja, ansonsten wahrscheinlich kannst du echt nur dauerhaft pfeifen, ne? Stell mich mal hier hin. Das sollte ja reichen vom Abstand her. Das ist nicht wahr. Die... Oh mein Gott, ist das süß, die Folgen der Gitarre. Jetzt habe ich keine Gitarre, wo bekommt man die? Ich habe beide in der Mine gefunden, in der Kiste. Oder halt die spezielle Pfeife, die man manchmal bei Urban kaufen kann. Die funzt aber eigentlich auch nicht anders als, als das generelle Pfeifen, nur halt eben auf eine Tierart. Nur auf eine Tierart. Hm. Ja, da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie lang die einem folgen. Und ich traue mich jetzt nicht, das Tor aufzumachen. Wobei die folgen ja, warte mal. Komm. Gucken, wie weit die mich hören. Also die Reichweite ist schon krass. Die Reichweite ist ja schon ganz schön krass. Wenn ich jetzt die Pfeife nehme. Also die Wombat-Pfeife zum Beispiel geht gar nicht. Da reagieren die gar nicht drauf. Und die Gitarre. Ja. Ja, Gitarre, das bringt den Timothy nur an nichts. Weil du keine Gitarre hast. Das ist ja mal mega geil, einfach. Das sind sehr besondere Schnabeltiere, glaube ich. Ach so, ich dachte, du meinst die Pfeife. Ich habe tatsächlich nur die Wombat-Pfeife bisher bei Irwin kaufen können. Der hatte bisher nie eine andere Pfeife für mich. Deswegen dachte ich, es gibt keine andere. Weil das, also das halt wahrscheinlich die spezielle Pfeife funktioniert für die Schnabeltiere. Das ist halt klar, aber diese spezielle Pfeife hat Intimacy ja nicht. Intimacy hat, glaube ich, auch nur die Wombat-Pfeife und die normale Pfeife, glaube ich. Back, ihr seid ja immer noch da. Wobei, habe ja schon einige Streams erlebt und sollte nicht überrascht sein. Was habe ich denn so verpasst? Ich habe hier den Kranplatzverdichter gemacht und habe sehr viel geterraformt, Momo. WB erstmal. Wir haben Brücken gebaut.
den See aufgefüllt. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hattest, aber wir haben die ganzen Brücken gebaut, den See gemacht hier mit den Laternen zusammen. Ich habe hier den ganzen Strand weggemacht. Da habe ich überall Erde raufgeschüttet bis da hinten hin. Also sehr, sehr viel getan tatsächlich. Es gibt nur Hühner und Wombatpfeife bei Irwin, ja. Ja, die habe ich halt bisher auch nur. Also die Hühnerpfeife hatte ich bisher auch nicht. Ich hatte nur eine. Für die Hühner habe ich halt nur die Standardpfeife hier bei den Emotes. Und sonst steht da bei ihm immer nur die Wombatpfeife rum. Deswegen war ich gerade überrascht. Deswegen dachte ich halt wirklich, es gibt keine spezielle irgendwie. So, ich werde mal meinen Kompaktor einfach mal zu Hause einlagern. Nur für den Fall, dass wir irgendwie zwischendurch mal sterben sollten und das Ding dann Damage bekommt. Das möchte ich nämlich nicht. Ich bringe nochmal eben hier den einen Schlüssel weg. Ich wollte ja eigentlich noch die Schulden abbezahlen. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Beziehungsweise ist es jetzt schon zu spät, weil wir eben mit den Pfeifen rumgetüttelt haben. Das ist total fein. Das ist total fein. Ich würde uns heute auch eigentlich noch mal in der Mine sehen, glaube ich. Da hätte ich schon Lust zu. Wir haben ja genug Geld. Aber ich würde morgen dann erstmal dann alles zusammensuchen, glaube ich, dafür. Können ja schon mal gucken, ob wir irgendwie Buffood kochen können, vernünftiges. Schick, funktionieren die Gartenlampen unter Wasser? Nee. Die können da stehen, aber die leuchten dann nicht. Leider nicht. So, jetzt lass uns doch mal gucken. Miet habe ich gerade nicht da. Mehl habe ich auch noch nicht. Weiß jemand, wie ich Mehl machen kann? Brauche ich da nochmal eine extra Maschine für? Ansonsten können wir halt eigentlich nur einfach Fleisch braten, ne? Weil ich glaube, ich habe diese ganzen anderen Sachen nicht. Cabbage. Cabbage haben wir, glaube ich, Tomate. Und Zwiebel. Na, oder auch nicht. Ich dachte, ich hätte Cabbage gehabt. Apropos, ich habe die ganze Zeit meine Pflanzen nicht gepflegt. Oh mein Gott. Ich habe da einfach gar nichts gemacht. Wir haben einfach so viel zu tun im Spiel. Ich habe keine Zeit zu farmen. Wäre bestimmt geil gewesen. Ja, ich glaube auch. Das war eigentlich voll die gute Idee, so mit dem Gedanken, so ja gut, vielleicht funktionieren die Leichten auch unter Wasser, wer weiß. So, weil kann ja mal sein, dass Entwickler an sowas halt nicht denken oder so. Aber das Gießen ist für mich echt eine Qual mit dem Gamepad, wenn es die ganze Zeit so hin und her switcht. Aber den Bums hier gleich mal. Ja, okay. Okay. Ah, jetzt habe ich ja nicht Cabbage. Ich hätte schon viel früher Cabbage haben können. Aber ich bin blöd und vergesse meine Sachen. Ja. Die eine totale Störung hat, was Farming Games angeht, vergisst zu farmen. So. Das fand ich ja damals so süß, als es in Animal Crossing dazugekommen ist. Das sah auch alles so knuddelig aus. Da können wir endlich mal vernünftige, schöne Felder und so machen. So, ich habe, glaube ich, auch Zwiebeln und dann können wir hier schön Gartensalat machen. Richtig gut. Weil dann kann ich auch schön meinen Prime-Meat gleich ein bisschen grillen gehen, ja. So. Hast du eine sympathische und angenehme Art. Ich hänge ja echt gern ab. Na, danke schön, so lieb. Vielen lieben Dank. Ich hatte doch gerade. Ich dachte, ich hätte mehrere Cabbages rausgekriegt. Jetzt hatte ich. Nee, warte mal. Wie viele brauchte man dafür? Ein.
Ich dachte, die wären alle groß gewesen. Aber scheinbar nicht. Nee. Ah, ist auch logisch. Guck mal, der eine, der ist jetzt auch weg. Achso, okay. Dann waren die klein. Okay. Na gut, muss man ja überprüfen hier, ne? Sonst weiß man ja nicht irgendwie, was hier zutrifft. Können wir ein bisschen Fruchtsalat machen? Ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich grill einfach das Prime Meat und dann passt das schon irgendwie. Ich habe ja auch noch die Meat Sticks. Ab auf den Grill damit. Aber ich hätte gerne noch ein zwei. Also Mehl möchte ich wissen, ja, bitte. Das wäre cool. Weil ich weiß nicht, ob ich dafür schon ein Gerät habe oder ob das einfach da in irgendeinen Grinder kommt oder whatever. Kommt jemand mit, schreiend über eine Wiese rennen und so? Ja, gerne. Immer. Wisst ihr, worauf ich mal richtig Bock hätte? Ich hatte damals gehofft, ich könnte es mal in Irland machen. Weil du da ja auch super viele... Ich hab Krümel im Haar. Super viele Klippen hast und so. Ich würde gern einmal in meinem Leben von einer scheiß Klippe schreien. Das Problem ist, also in Irland gibt es halt richtig schöne Klippen, ja. Aber gerade zu den Klippen, wo man halt hinkommt, auf über öffentliche Wege, wenn man nicht mit einer eigenen Karre da unterwegs ist, die sind halt, da sind halt auch andere Leute, beziehungsweise halt so, also in den Mengen so viele Leute, dass da halt echt jede Stimmung flöten geht. Und die wahrscheinlich eher einen Arzt rufen, wenn du anfängst da zu schreien. Erkennt ihr das Gefühl? Ihr wollt einfach mal irgendwo stehen und schreien? Hätte ich richtig Bock drauf. Wahrscheinlich mache ich das dann irgendwann, wenn ich so 70 bin oder so. Was will Urban hier? Stief? Hm? So, ich habe mein Fleisch. Und dann packe ich mal eben hier die Spitzhacke weg. Achso, wie sieht es denn aus mit Spitzhacke, wenn ich jetzt hier... nee, Reparaturkit würde ich, glaube ich... Ich glaube, das nächste Reparaturkit würde ich reinfeuern, wenn mein Speer fast kaputt geht. Dann, guck mal, ich habe noch eine normale Spitzhacke, dann können wir da auch erstmal eine bessere nochmal draus machen, weil ich würde in der Mine gerne eine zweite Spitzhacke noch mitnehmen. In die Mine. Habe ich früher öfter mal gemacht im Wald. Beneide ich sehr. Könnte ich hier nicht machen. Ist nicht ländlich genug. Ich muss mir auch mal so ein Blumenbeet und sowas bauen. Diese ganzen coolen Sachen, die es da so gibt. So, wir haben sehr viel Bufffood, ne? Ja, dann packe ich schon mal hier die Gießkanne. Oh. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die Schaufel brauchten. In der Mine? Ich glaube nicht. Schaufel brauchte man in der Mine nicht, ne? Da war nichts zum Buddeln, glaube ich. Dann können wir uns den Platz nämlich sparen. Metalldetektor brauche ich auf jeden Fall nicht. Gießkanne brauche ich nicht. Axt brauche ich eigentlich auch nicht. Aber wir nehmen die mal mit Sicherheitshalber. Das Käfernetz nicht. Die Scheren auch nicht. Ja, die Scheren packe ich gleich mal in die Tierkiste, damit ich die nicht morgen wieder suche. Ich lasse die mal noch im Inventar. Vielleicht können wir morgen noch mal die Viecher scheren. Hier die Kacke noch mal weg. Jetzt habe ich hier halt noch die Biene am Start. Die müsste ich morgen eigentlich noch mal verkaufen. Aber wir müssen ja eh noch einen Minenpass kaufen. Deswegen ist das eh noch mal so eine Sache. Müssen wir einen Minenpass kaufen. Mit Fletch reden wegen der Deeds. Also beziehungsweise die Schulden abbezahlen. Neues Deed können wir dann einen Tag später annehmen.
Ich habe viel zu viel Essen dabei. Viel zu viel. Fallen. Ich gucke noch mal kurz, ob ich hier noch Schlüssel drin habe. Ob ich hier welche aus Gewohnheit reingetan habe, aber habe ich scheinbar nicht. Die Kacke hatte ich eingelagert. Wir nehmen die Fallen mit. Dann können wir ein paar Tiere mitnehmen und verkaufen. Ob ich noch was zum Mehl gesagt habe? Elb? Ja, ich würde gerne wissen, wie man an Mehl rankommt. Falls du das weißt.